Ich war 17 lange Monate in einem Schweizer Gefängnis, in U-Haft genau. Wieder wegen meiner politischen Ideen bestraft mit den härtesten Haftbedingungen. Ich bin Basken, geboren in Baskenland während der Franco-Diktatur. Und sehr früh entscheiden, gegen diese triple Unterdrückung zu kämpfen. Dann ich bin ich aktiv geworden in politischen Kämpfe. Und dann, deswegen, ich wurde wegen dieser Ideen, wegen dieser Haltung gegen die Unterdrückung verhaftet und gefoltert. Ich denke, als die Schweizer mir verhaftet haben, einfach wollte mir sofort ausgeliefert, die Augen schließen zu der systematischen Folter. Drinnen und draußen war ein gemeinsamer Kampf. Diese 17 Monate haben wir die patriarchalen Strukturen, die strukturelle Gewalt von der Stadt, die systematische Folter, die die spanische Stadt gegen Baskinnen geübt hat, ein bisschen alle das visualisiert. Und deswegen der Name von dieser Veranstaltung, Wer kämpft, gewinnt. Mein alltäglicher Kampf war, wie als Subjekt zu bleiben, oder? Dass ich auch aktiv, dass ich lebendig will, weil dieses System wollte mir vernichten, oder? Verschwinden lassen. Drinnen, ich habe nicht alles mitbekommen. Ich wusste, dass etwas groß, breit ist, aber als ich freikam, ich sah meinen Namen überall, Kleber, Plakate, ich weiß nicht, das war wow, das habe ich gedacht, das war nicht ich, ne, keine, ist nicht ich, ne, keine, seid ihr.